Hallihallo. Ich hoffe, euch geht's gut, alles soweit fit. Die ersten paar Tage im Jahr habt ihr gut rumgebracht. Heute gibt es mich leider nur so unrum, weil ich bin noch nicht ausgefallen. Ich bin erst aufgestanden, bin heute Morgen Taxi gefahren bis um 7. Ja, bis ich zu Hause bin, ist 7:45, bis ich im Bett liege, ist 9. Und ja. Ich habe geschlafen bis um 3:30. Also irgendwie, gell, ältere Menschen, seht man ja noch, die brauchen weniger Schlaf. Also je älter ich werde, umso mehr Schlaf brauche ich. Also ich schaff's wirklich nur mit 4 Stunden, 6 Stunden an Phasenacht. Wenn ich morgens aufstehen kann, kann mir irgendwelche Clownsfarb ins Gesicht pinseln oder Teufelsfarb, ey, dann bin ich wach. Aber ansonsten, so, ich habe jetzt mal gefrühstückt, wenn andere Leute zu Nacht essen. Habe aber gestern wieder gemerkt, wie sehr ich meinen Job liebe, Taxi zu fahren. Und wie gesagt, ich mache das alles hier nebenberuflich und auch hier sehr, sehr viel Freude. Wenn das irgendwann mal so läuft, dass alles schick ist, mache ich das vielleicht hauptberuflich, fahren wir noch Taxi nebenberuflich. Wer weiß, was das Universum uns noch zu sagen hat. So, ich erinnere euch noch mal ganz liebevoll daran, mich bitte nicht mehr zu nerven, wenn eure Legungen kommen. Das war jetzt wirklich nur noch ganz kurz. Zum Zweiten nicht vergessen, morgen Abend 18:30 Destino24 Instagram. Die Steffi und ich live. Ich freue mich. Ich weiß zwar nicht, ob das mit der Technik funktioniert, aber ich freue mich. Mein Monatsangebot steht noch bis 31.01. Was denkt er, was fühlt er, seine nächsten Schritte auf dich? Kannst mich gerne anschreiben bei WhatsApp. Meine Nummer steht in dem langen Text dabei. Jeder schreibt, ich habe dich gar nicht gefunden. Doch, in dem langen Text steht es dabei. Und wer die Karten sucht, mit denen ich arbeite, Kanalinfo. Kanalinfo, da steht's. So, da muss ich nur noch das Impressum reinschreiben. Allerhaupt. Heute sagt das Universum, schauen wir mal, was der Wunschpartner ohne Kontakt macht. Also, ich könnte eigentlich aufhören, weil ihr es alle mehr hören könnt. Die Geduld. Geduld, 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 Geduld. Jetzt habe ich wieder so viel Dekorationsgedöns da hingestellt, gell, dass man das Platz nicht langt. So. Ja, es kommt. Also, nach wie vor kommen Gespräche, ihr seht das ja. Jetzt gucken wir mal, ob man das hinkriegt mit hier Gedöns, Gebämsel und überhaupt. So, also wie gesagt, ist ein allgemeines, ich habe es schon wieder vergessen, es ist nicht mein Ding. Es ist ein allgemeines Reading, sucht euch raus, was ihr braucht, was für euch, ach guck mal, wie schön, was für euch wichtig ist. Du bist selbst dazu gefallen, also zieh du dir raus, was für dich wichtig ist, alles andere lass sein. Meine ganz lieben männlichen Zuhörer, Schauer, ihr dreht euch bitte um. Oder gleichgeschlechtlich, also mir ist das scheißegal. Hauptsache, ganz ehrlich, scheißegal, wer jemand liebt, wie jemand liebt, warum jemand liebt. Hauptsache, es tut gut. Und ihr liebt euch und ihr seid glücklich miteinander. Ganz egal. So, ja, da liegt noch ein bisschen was in der Blockade. Da brauchst du also noch ein bisschen Geduld. Ihr wisst ja jetzt mittlerweile, Destino24, bin ich Exklusivberaterin. Mit noch einigen Kolleginnen und Kollegen mehr. Da macht es mir also wahnsinnig viel Spaß. Erstgespräche, 10 Minuten, kostenlos, freue ich mich. Wenn es irgendwie brennt, wenn irgendwas ist, ganz schnell anrufen. Also 10 Minuten ist schon was, da kriegt man schon was gebacken. So, des Weiteren wollte ich noch was sagen, wer ist mit mir? Wie gesagt, also Preise stehen, glaube ich, auch da in meinem Gedöns drin. Stärke, Stabilität. 1,11 Euro. Dabei bleibe ich auch, das ist meine Zahl. Und ich denke, wenn es mal wirklich schnell ist und es prickelt und es muss gerade mal jetzt was raus, raus, dann kurz anrufe. Wie gesagt, und das erste Gespräch ist kostenlos, 10 Minuten, was will man mehr?
So, hier, guck mal, du brauchst also noch ein bisschen Geduld hier, bis es wieder zu den Dates kommt. Aber hier, dann gibt es auch Gespräche über Familie, über die Sexualität. Will man über die Sexualität reden oder will man die haben? Mensch, kann aber überlegen, ich weiß es jetzt nicht so. So, also guck mal hier, definitiv, Nachrichten in Sicht, brauchst aber Geduld. Brauchst also Geduld, bis die Nachrichten in Sicht kommen, machst dir natürlich wieder viel Gedanken. Jetzt weiß ich, was ich eben mit dem Mädels sagen Wenn ich schon immer sage, lass es fließen und sei ich doch nicht so verbissen. Ja, mache ich ja. Aber kannst du trotzdem mal gucken, ob du eine Zeit reinkriegst, wann er wiederkommt? Ihr Schatze, all da draußen, die mich jetzt hören und mir zugucken. Das Universum hat eine komplett eigene Zeit. Ich war in den ganzen Prozessen drin. Wenn ich was auf Biege und Bresche gewollt habe, es hat nie gestimmt. Wenn ich bei einer Kartenlegerin wissen wollte, wann ist denn soweit, wann kommen denn, die Date habe nie, 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 nie gestimmt. Und seitdem ich einfach denke, ach, es kommt sowieso, wie es kommen soll. Das sind alles hier nur Tendenzen. Ich hatte gerade vorhin einen Anruf von einer ganz lieben Kundin. Liebes, wenn du jetzt zuguckst, weißt du, dass ich dich meine. Der hatte ich in den Karten gesagt, sie fängt einen neuen Job an. Nein, niemals. Nein, 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 nein. Also niemals. Nee, also sie nee, fängt keinen neuen Job an. So. Doch. Das war irgendwann, also war Oktober, was weiß ich. Sag's jetzt mal hier. Schlüssel zum Erfolg, Glück, aber du brauchst Geduld. Schickt mir eine kurze Sprachnachricht. Also bis 2 Minuten höre ich mir alles ab. Was über 2 Minuten ist, da fehlt mir einfach die Zeit. So. Sie hat einen neuen Job. Und hat mir das jetzt abgesagt. Sie wusste jetzt gar nicht, ob sie mir schreiben soll wegen der Zeit. Doch. Also jetzt auch hier nochmal. Wenn ihr mir auf meine WhatsApp-Nummer schreibt, ich freue mich wirklich über alles. Bis auf die Nachfrage, wenn die Kartenlegung kommt. Irgendeine Resonanz, eine Rückmeldung, auch wenn sie negativ ist. Alles gut, ich freue mich. Wie gesagt, das sind alles hier Tendenzen bei mir und bei meinen Kolleginnen. Andersrum wäre es schneller gewesen, gell? Bei meinen Kolleginnen und bei mir. Der Esel nennt sich immer zuerst. So, hier guck mal. So, jetzt wollen wir aber noch ein Ketchup für den Fuchs. Also besser geht es jetzt nicht mehr, oder? Wunschpartner ohne Kontakt. Besser geht's nicht mehr. So, er catche noch. Für den Fuchs. Ja, also. Guck mal hier, wie schön. Ist also. Ich bin wieder hin und weg. Ich habe jetzt wahrscheinlich 50 Mal wieder aufgehört, meinen Satz fertig zu retten. Wer mich kennt, weiß, dass das wirklich eine Gabe von mir ist. Ich finde das gut. Ich vergesse halt immer auch alles. Weil ich dann so aufgeregt bin, weil ich das jetzt hier alles schon wieder so reinkriege. Also, hier. Ich hätte eigentlich sagen müssen, in Dreierkonstellation. Aber eigentlich, wenn man es so sieht, guck mal, ein Besen, noch ein Besen und du. Ist ja auch Dreierkonstellation, gell? Wir wollen es mal jetzt nicht so knicksig sehen. Also, er hier. Dein Schnuckelsche ist noch im Netz der Spinne gefangen. Aber guck mal, das war die Unterseite von dieser einen Karte. Der Schmetterling. Aus der Raupe wird ein Schmetterling. Es gibt eine Transformation. Es kommt ein Neuanfang. Und guck mal hier, Unterseite vom Kartendeck. Besser geht's nicht. Besser geht's nicht. Die Liebe liegt dabei. Die Wunscherfüllung. Die Nachricht. Der Schlüssel zum Glück. Die Sexualität. Die Stabilität. Die Gespräche, für mich ist diese Karte nicht immer, es gibt Rambazamba-Gespräche, wo die Butterdose an die Wand fleht. Für mich ist dieses, man redet. Man darf auch mal ein bisschen hitziger miteinander reden. Also, ich meine, ihr kennt mich ja jetzt schon ein bisschen, ich bin ein sehr impulsiver Mensch, ein sehr energiegeladener Mensch. Was drin ist, muss rauskommen. Das ist auch immer so, wenn ihr so süß schreibt, ärgere dich nicht. Doch, ich ärgere mich darüber, weil ich ein Mensch bin. Ich bin einfach ein Mensch und ich habe das Recht, mich auch über was zu ärgern. So, das ist aber in 5 Minuten wieder gut. Also ich bin zum Beispiel auch überhaupt nicht nachtragend. Ich spreche hier was aus, auch klipp und klar. Ich kann sagen, ja, du bist ein Arsch. So, jetzt habe ich gesagt, jetzt gehen wir Bier trinken. Jetzt die Welt wieder in Ordnung, jetzt haben wir Spaß.
Aber ich mache aus meinem Herzen definitiv niemals, never ever eine Fuchsgrube, eine Mördergrube. Nee. Also, dein Wunschpartner hier, guck mal, du liegst in seinem Blatt mit der Wunscherfüllung. Du schaust auf die Klarheit. Die Wunscherfüllung wird kommen. Machst dir Gedanken, ob Nachrichten kommen. Ja, sie kommen. Denn hier gibt es eine Überraschung für dich, was das hier da betrifft. So, brauchst aber noch ein bisschen Geduld. Brauchst noch ein bisschen Geduld, weil... Okay, weil er ist noch nicht bereit, für diese Gespräche zu führen. Er würde gerne Gespräche mit dir führen, aber genau darum hat er Angst, dass sie ruppig werden und bösartig. Und dann trennt man sich umso weiter. Also, bleib du in deine Fließheit, ist geil Wort, gell, Fließheit. Lass du's fließen. Hier, du bist der Chef im Ring. Du hast den Schlüssel in der Hand. Und ganz ehrlich, ich sage euch das immer wieder, wenn du den Battle nicht mehr willst, dann mach einen Hake dran und geh. Du bist der Chef in deinem Leben. Wenn du sagst, nee, der geht mir gerade aufs Mäppchen. Das ist also, der geht mir auf die Makrone, könnte man auch sagen. Letzt hat jemand nicht gewusst, was Mäppchen ist. Also Mäppchen, ein Federmäppchen. Ich mir sage das halt so. So. Noch ist er im Netz der Spinne gefangen. Aber er löst sich. Er macht sich Gedanken darüber. Guck mal, wie schön das liegt. Er macht sich Gedanken über die Sexualität, das Familiäre und die Liebe mit dir. Noch ist hier die Delug und der Betrug dabei. Der geht aber raus. Und dann fliegt die natürlich, wenn das mit rausgeht, fliegt sie natürlich mit weg. Ganz klar. Und dann ist das alles hier noch. Also, wenn wir mal den Fuchs wegnehmen, weil ihr wisst ja, das ist eigentlich mein Ding, der ist noch mit rausgefallen, dann nehme ich ihn auch dazu. Guck mal, was schöne Eckdaten. Gedanken über Nachrichten, Schlüssel des Glücks, was die Liebe betrifft. Der kommt mir so vor, als wenn der in seinem Käfig sitzt, mit dem Rücken zum Türchen und denkt, och, wenn öffnet mir denn jemand das Türchen und merkt gar nicht, der Dussel, wenn er sich rumdreht, kann er rausgehen. Das ist wie mit dem Vogel, der in dem Käfig gefangen ist. Der irgendwann denkt er, ach guck mal, da ist ja die Tür auf. Und nichts wie ab in die Freiheit. Und genau so ist es hier. So, was immer lustig ist, ich glaube, das geht meinen Kolleginnen und Kollegen auch so, es gibt Kartendecks, die hat ich mehr und irgendwann wollen die nicht mehr zu haben. So, mittlerweile ist es so, Time for Love von Julia Seelenzauber. Hier Patrick Scheller, wunderbar, ich liebe es, Mondnacht. Lenormand mit Zusatzkarte, Mond nach Lenormand. Jetzt wollte die Karte wieder zu mir von Dulce. Guck mal hier, Erwartungen. Genau das ist die Nummer. Lass all deine Erwartungen los, denke positiv. Denke, guck mal hier. Schläg's dir mal so hin, denke positiv. Alles wird gut, das Universum regelt alles. Ganz ehrlich, wenn ich hier der Meister mit der Zahlen wäre, gell, am Anfang habe ich mich da wirklich festnageln lassen. Aber wenn ich der Meister mit der Zahlen wäre, sozusagen der Zahlenmeister, dann hätte ich mir meine Lottozahlen ausdingseln. Oder so wie diese imaginäre Stift von Harry Potter, ich würde euch dann all die Namen von eurer Liebsten auf die Karte schreiben. So, also, lass alles los, denkt positiv. Komma, Seelenzauber, zwischen euch besteht eine wahre Seelenliebe, Jahrhundertliebe. Ja, und hier, die Probleme werden heilen. Die Probleme werden heilen. Er kommt hier aus seiner Blockade. Er kommt in seine Stärke, was die Liebe betrifft. Also, ich wollte es eigentlich gestern machen. Und wie ihr seht, ich hatte gestern keine Zeit, leider Gottes. Ich war gestern auch im Stress, hatte noch ein Gespräch mit dem Chef, also der mein Gehalt bezahlt sozusagen. Also der Mann, der mein hauptberufliches Gehalt bezahlt. Und war ein tolles Gespräch, ging für mich super, super gut aus. Ging für mich genau so aus, weil ich positiv gedacht habe. Hier, ich habe, wo ist es dann jetzt? Hier, den nehmen wir da oben hier. Ich habe positiv gedacht und dann ging es gut aus. Und wenn mir immer im Negative ist, wann kommt der denn, was macht der denn, was bringt der denn und überhaupt. Das funktioniert im Leben nicht. Jetzt wäre schon wieder immer was sauber da. Ich fühle mich, als würde ich mich im Kreis drehen. Ja, das mache ich manchmal auch. Wenn ich
auf alle Leitungen spreche, bitte nicht mehr nerven wegen der Beratungen. Und es kommt dann doch wieder irgendwas. Mir geht es zurzeit sehr schlecht, mein Herz schmerzt. Och, Gummo. Och, du Schatz. Ich bin da sofort bei den Jungs. Die lese ich euch zum Schluss vor. Du bist mein Anke. Anke, hat man den nicht auch? Ne, den hat man nicht. Aber das Schiff hat ja auch einen Anke. Dich nicht zu sehen, tut mir sehr weh. So, die lassen wir mal da liegen. Die kriegt er zum Schluss. Genau, und dann, wie gesagt, dann haben die Mädels vorhin gesagt, ja, ich bin ja ein Fliese und ich mache ja und ja, Marion und überhaupt und tralala. Aber wann ist es denn soweit? Ehrlich, ich weiß es nicht. Ich würde jedem, der jetzt zuschaut, wünsche, du bist mein Glück, mein Sonnenschein. Ich würde jedem wünschen, wenn ihr das Ding gesehen habt, habt einen Kaffee beigetrunken, Bierchen, Wäusche, Sektche, am besten Sekt. Habt die Legung gesehen, die Legung ist rum. Ihr denkt, ach ja, ich bleibe jetzt im Vertrauen, es wird alles passieren. Ich mache mir zwar noch ein bisschen Gedanken, aber nicht mehr so viel, sondern nur noch so viel. Das ist schon mal der erste Weg. Und dann klingelt es und der steht mit dem Koffer vor der Tür. Das würde ich euch alle wünschen. Ehrlich wahr. Das Universum hat seine eigene Zeit. Und immer wieder der Satz, wenn du am Gras ziehst, es wächst nicht schneller. Und wenn ich dir jetzt sage, der steht morgen vor dir und der steht erst in 3 Tagen vor dir, das ist die kann nichts. Die hat das eigentlich komplett falsch gesehen. Gib dem Ganzen noch einfach Zeit. Lass es fließen. So, dich nicht zu sehen tut mir sehr weh. Du bist mein Anker. Mir geht es zurzeit sehr schlecht, mein Herz schmerzt. Bitte gib uns nicht auf, ich brauche dich. Also ich bin hin und weg. Das sind die Botschaften, das sind die Seelenbotschaften für dich. Du bist das Beste in meinem Leben. Ich drehe die Karte rum. Die Julia hat dich zwar so kreiert, du warst das Beste in meinem Leben, deshalb will er ja auch zurück. Also Wunschpartner ohne Kontakt, du warst das Beste in seinem Leben, deshalb möchte er zurück. Vielleicht auch noch Renny. Vor dem nächsten Schritt habe ich zum jetzigen Zeitpunkt noch große Angst. Hier, das ist die Blockade. Er hat noch Angst. Gib ihm Zeit. Lass es fließen. Hab du diese Geduld. Er kommt. So. Ach ne, wir machen erst noch hier die Botschaft. Was möchte seine Seele, deine Seele sagen? Also ich kann mit der Kamera machen, was ich will, gell? Es funktioniert bei mir irgendwie nicht. Jetzt ist jeder halbe Tisch frei und da habe ich keinen Platz mehr. Und jetzt ist es Shep. Shep ist im Main Chief. So. Also was ich noch kurz sagen wollte, ich habe mich gestern sehr gefreut, im Taxi zu sitzen. Ich hatte jetzt ein paar Tage frei. Ich war auch ein paar Tage krank. Hab mich aber gestern sehr gefreut, wieder in meinem Wohnzimmer zu sitzen. Ich liebe es, Taxi zu fahren. So, dreimal mische, ihr wisst, die Unterseite. Schade, dass ich noch nicht in der Reihe bin. Sonst würde ich euch jetzt mein Gesicht zeigen. Aber ich bin wirklich noch nicht ausgefallen. Also, Universum. Ich bin mir ziemlich sicher, dass uns das Universum zum richtigen Zeitpunkt zusammenführen wird. Wir sind zum jetzigen Zeitpunkt beide noch nicht vollkommen bereit für diese bedingungslose Liebe. Aber dieser Zeitpunkt wird kommen, das spüre ich. Und die andere Karte, die ich euch nicht zeigen wollte, die ich euch jetzt zeige zum Abschluss dieses Readings. Das Universum bestimmt den richtigen Zeitpunkt für uns. Hört doch bitte auf mit den Zeiten. Ich weiß, es ist schlimm. Ich war früher genauso. Hört doch bitte, bitte auf. Je weniger du in der Energie bist, wann kommt er, was macht er, was tut er, mit wem schreibt er, da ist er im Status mit Herr Dackelhuber zu sehen, dann mit der Frau Müller, geh doch da raus. Wenn du dein Päckchen bearbeitest, dann ist hier das Universum dabei und bringt dich, habe ich euch, wenn ich dich letztes Ohr gebrennt habe, habe ich euch gesagt, gell, dann ist das Universum dabei und bringt dich ins Glück. Aber bitte, 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 geht doch raus. Wann kommt er? Wann meldet er sich wieder? Wann sehen wir uns wieder? Es gibt Beziehungen, das habe ich wirklich. Das ist also nicht gelogen. Die haben sich 3 Jahre nicht gesehen. Und sehen sich zufällig beim Einkaufen. Ganz lustige Situation. Beide schieben dieses Teil da auf, wo das Tiefkühlgedöns drin ist. Gucke hoch, wollen sich jeweils beim anderen entschuldigen.
und es macht zack. Und dann hatten wir das hier wieder. Nach 3 Jahren. Lass doch fließen. Er kommt doch. Und ganz ehrlich, wenn es nicht ist, kommt ein anderer. Das Universum möchte, dass wir glücklich sind. Dass wir einen Partner an unserer Seite haben, der uns glücklich macht, den wir glücklich machen, denn das ist Liebe. Ich muss fort auf die Arbeit. Ich muss wieder in mein zweites Wohnzimmer. So, ihr Liebe. Nichts mache, was ich nicht achte, Date. Sorry, es ist ein Tag Verspätung gewesen. Es hätte gestern gesollt, jetzt ist es heute da. Aber das Universum bestimmt den Zeitpunkt. Und am Wochenende gibt es entweder eine Wochentendenz oder ich gucke mal, was mit euch eigentlich so los ist. Oder, oder bis dahin hat mir das Universum gesagt, was ich machen soll. So, und ich hatte, ach, noch ganz kurz. Ich hatte, ich habe auch leider nicht mehr so die Zeit, meine Kommentare zu lesen. Bitte, bitte, bitte nicht böse sein. Oder zu antworten. Habe euch aber gefragt, was ihr gerne hättet. Ganz viele waren diese Spiegellegung. Vielleicht könnten wir, wenn ich noch ein bisschen Input kriege, vielleicht könnten wir, gibt auch ganz viele, was mich sehr glücklich macht, die Frage nach Job und Glück und überhaupt. Oder nach sich. Das ist eigentlich mal das Allerwichtigste, dass du nach dir guckst, nicht nach hier, was der Schambus macht. So, wenn ihr möchtet, also ich mache, ja doch, ich glaube, ich mache jetzt am Sonntag eine Spiegellegung, weil er ganz viel kam, die das wissen wollte. Und wenn ihr möchtet, gibt es eben als Februar-Goodie eine Spiegellegung. Und es gibt vielleicht zum Valentin ich krieg gerade vom Universum Infos. Es gibt, glaube ich, vom Universum für Valentin eine ganz, ganz klitzekleine Legung, eine Botschaft von ihm, eine Seelenbotschaft von ihm. Was möchte dir dein Seelenpartner sagen? Und eine Karte Time for Love. Genau, so machen wir es. Ich drücke euch, schön, dass wir zusammen waren. Es hat mich gefreut. Ich putze mich jetzt, damit ich ausgefallen bin. Wünsche euch einen zauberschönen Abend. Macht nichts, was ich nicht achte, Date.